freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und falls ihr neu seid, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um meine Favorite Online Shops und zwar behandle ich da die Themen Klamotten natürlich, außerdem aber noch Home-Artikel, so ein bisschen random Zeugs. Also ich habe ein paar Online Shops hier auf der Liste, deshalb würde ich sagen, laber ich gar nicht groß drum herum, sondern wir starten direkt und los geht's. Ich blende euch hier einfach parallel mein Display ein vom Handy. Da seht ihr dann immer die Apps, wie sie aussehen. Die Apps sind alle kostenlos, ganz vorab. Und die könnt ihr euch einfach im App Store oder je nachdem, welches Handy ihr habt, in diesem Menü eben auswählen und herunterladen und könnt dann genauso online shoppen. Aber ich muss vorab sagen, es macht süchtig, also passt ein bisschen auf. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Online-Shop Pretty Little Thing. Das ist ganz oben links hier der schwarze PLT. Das ist ein britischer Online-Shop. Da shoppe ich vor allem Klamotten. Also ich gehe dann einfach immer auf die New-In-Sachen, die Neuheiten so gesehen und stöber da so ein bisschen durch. Ihr seht, die haben so richtig wilde Sachen auch, ne? Aber jetzt nicht nur, die haben auch richtig coole Basics. Ich habe auch ganz oft schon ein paar Teile da geshoppt. Manchmal haben die coole Sonnenbrillen auch im Online-Shop, aber hauptsächlich kaufe ich da kleine Tops oder mal eine Hose. Auf jeden Fall eher in die Richtung Klamotten und weniger Accessoires. Der nächste Online-Shop ist Urban Outfitters. Da gehe ich hauptsächlich in den Online-Shop, aber natürlich auch ab und an in den Laden für. Im Online-Shop ist es meiner Meinung nach einfach ein bisschen besser sortiert. Also ihr habt da die Neuheiten wieder. Da gehe ich immer als erstes rein im Menü und schaue durch, was die so Neues haben, weil ich da relativ häufig reingehe, kommen mir die alten Sachen dann eben schon bekannt vor. Dementsprechend gucke ich mir dann immer die Neuheiten an, kann so ein bisschen einschätzen, was jetzt auch so im Trend ist, weil die ja auch immer sehr stark nach Trends gehen. Und anschließend daran, seht ihr, gibt es einen Vintage-Button sozusagen und da habt ihr einfach ganz klassische Vintage-Teile. Also Urban Outfitters wertet die dann immer ein bisschen auf, schneidet die zum Beispiel, macht in die Oberteile Gummizug rein oder wie auch immer, behält die Vintage-Sachen so bei, wie sie sind. Das sind alles zertifizierte Vintage-Sachen und die gibt es auch häufiger zu kaufen als jetzt wie in einem Vintage-Laden, eventuell nur einmal. Das finde ich ganz cool daran, deshalb, das ist auch hauptsächlich der Grund, weshalb ich mich für den Urban Outfitters Online-Shop so sehr interessiere. Also gucke ich da am häufigsten rein. Wenn ihr also coole Vintage-Teile sucht, dann schaut gerne mal bei Urban Outfitters vorbei. Der nächste Online-Shop ist Fashion Nova. Das ist ein amerikanischer Online-Shop. Ich finde das cool, dass sie auch so ein bisschen Curvy-Sachen machen, also so ein bisschen die Kurven umschmeichelnde Klamotten mit einbringen. Also die sind bekannt für ihre Jeans hauptsächlich. Da gibt es eben für jede Passform die perfekte Jeans. Ich bin halt super klein, super schmal und habe da aber auch schon eine Jeans gefunden. Also da kann ich wirklich nur die Jeans empfehlen oder allgemein Hosen. Da gibt es eine riesengroße Bandbreite. Aber ich finde, bei Fashion Nova haben die einfach immer richtig coole Tops und so On-Trend-Sachen. Deshalb schaue ich da gerne mal rein und mag den Online-Shop für diese Sachen eben ganz gerne. Der vierte Online-Shop nennt sich Missguided, ist, meine ich, auch ein britischer Online-Shop. Da liebe ich einfach die Kleider. Also die haben super, super viele Kleider. Einfach an Stilen haben die schon eine riesengroße Auswahl. Ich kann euch das hier jetzt mal zeigen. Ihr habt da eine riesen Bandbreite an Kleidern. Nach anderen Sachen gucke ich da gar nicht so großartig. Da orientiere ich mich dann immer an den vorherigen Online-Shops oder gucke auch mal in den Läden, was jetzt bei mir so aktuell in den Läden drin ist. Aber Kleider, wie jetzt beispielsweise für Anlässe, irgendwie eine Hochzeit oder einfach mal ein cooles Abendkleid oder so, ein Sommerkleid, wie auch immer, findet ihr alles da. Und die haben auch eine super Qualität von den Sachen, muss ich sagen. Also ich bin mit dem Online-Shop mega zufrieden, bin so happy, dass ich den gefunden habe. Und immer, wenn ich an Kleider denke, gehe ich eigentlich immer zuerst auf Missguided. Der fünfte Online-Shop ist Zara. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen, glaube ich. Wer meine letzten Videos schon geschaut hat, der weiß, dass ich gar nicht so ein riesiger Zara-Shopper bin tatsächlich. Also ich kenne natürlich einige Mädels, die lieben Zara über alles. Für mich ist das teilweise zu extravagant, zu sehr für große Mädels vielleicht geschnitten. Also die Schnitte, die passen mir auch dann teilweise gar nicht. Deswegen gucke ich da eigentlich immer nur nach den Basics. Und da haben die natürlich immer coole Sachen. Also ich kaufe da meine kleinen Tops hier für 4 Euro oder was die kosten in allen Farben. Habe ich auch in meinem letzten Video schon gezeigt. Und
Das ist halt Zara, also was soll ich groß dazu sagen? Ich glaube, den Online-Shop hat jeder, beziehungsweise den Laden kennt jeder und dementsprechend den als App auf dem Handy zu haben, ist halt ganz praktisch. Der sechste Online-Shop, den ich euch vorstelle, ist Bershka. Da kaufe ich entweder auch so kleine Crop-Tops, haben die auch immer ganz schöne, die kosten auch nicht viel, oder hauptsächlich kaufe ich da meine Schlaghosen. Also die haben ein riesen Sortiment an Schlaghosen. Ich muss die eigentlich alle, also mindestens 9 von 10 Schlaghosen muss ich immer kürzen lassen. Das liegt natürlich nur an mir. Ich kenne super viele Mädels, denen passen die einfach auf Anhieb. Aber ich, wenn ich jetzt so Plateauschuhe zum Beispiel trage, dann passen mir die auch. Aber im Alltag trage ich ja nicht immer Plateauschuhe. Wenn ich jetzt meine Air Force oder so anziehen will, dann muss ich die Hosen immer ein bisschen kürzen. Macht mir persönlich gar nichts. Ich liebe einfach, dass die so dick sind. Also da schaut nichts durch, weil es ja eher so Stoffhosen sind. Ist ja manchmal so, dass da was durchschaut. Aber ich finde, die haben super coole Trendsachen auch. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr solche Hosen sucht, dann schaut doch unbedingt mal bei Bershka vorbei. Als nächstes habe ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Saful, sage ich jetzt mal, oder Zaful, ich weiß nicht. Also ich werde mit Z geschrieben, mich spricht mal mit einem weichen S aus, deshalb übernehme ich das einfach immer für solche Begriffe. Und nenne es jetzt einfach Saful. Also da kaufe ich weniger Klamotten, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich glaube, ich habe da noch nie ein Kleidungsstück bestellt. Aber was die richtig cooles haben, sind Bikinis. Also die Bikinis von denen sind einfach wahnsinnig schön. Die haben so eine riesen Auswahl. Die haben so richtig coole Batik-Muster-Bikinis. Das finde ich halt mega schön. Oder einfach ausgefallene Sachen. Die sind auch überhaupt nicht teuer, wie ihr sehen könnt. Und dementsprechend immer so, wenn der Sommer gerade anfängt, schaue ich da vorbei, gebe da meine Bestellung auf und bin über den gesamten Sommer bedient. Und weil das eben auch so Trendfarben sind und Bikinis, die jetzt vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so cool sind, finde ich es auch cool, dass die nicht so teuer sind, weil dann kann man die einfach immer wieder auswechseln und ist da jeden Sommer einfach trendy am Strand unterwegs. So, das war's dann an Online-Shops für Klamotten. Als nächstes habe ich für euch den Douglas Online-Shop. Da habe ich mir einfach die App runtergeladen und wenn ich zum Beispiel ein neues Parfüm in der Werbung sehe oder so, dann gucke ich meistens bei Douglas, ob die das haben. Zum Beispiel hier dieses Ariana Grande Wolkenparfüm. Das gibt es in 3 verschiedenen Füllmengen und da steht dann auch immer der Preis neben und auch, ob die das auf Lager haben. Abgesehen davon natürlich Kosmetik. Wenn ich mir jetzt beispielsweise, keine Ahnung, was für die Augenbrauen suche, dann kann ich da einfach auf Make-up bzw. Augenbrauenprodukte. Dann zeigt er mir die Seite an, wo alles für die Augenbrauen, was Douglas gerade im Sortiment hat, aufgelistet ist. Und dann kann ich mir da alles Mögliche draus aussuchen. Also mega praktisch. Als nächstes habe ich Amazon. Ich glaube, zu Amazon muss ich genauso wenig sagen. Da gibt es jetzt keine bestimmte Kategorie, wo ich sagen kann, ich kaufe jetzt nur das oder nur dies auf Amazon. Ich kaufe da meine Schuhe, beispielsweise Nike-Schuhe, Converse, alles Mögliche kaufe ich meistens auf Amazon, weil die da einfach mehr Größen vorrätig haben. Und Amazon ist einfach der Platz für alles. Also da könnt ihr alles Mögliche kaufen, ihr könnt Dinge eingeben, wie ihr wollt. Also ihr kennt das bestimmt, ich glaube, da muss ich gar nichts zu sagen. Amazon ist ein absolutes Muss auf meinem Handy als App und das möchte ich auf keinen Fall mehr missen. So, dann zeige ich euch jetzt noch meine letzten Online-Shops in der Kategorie, ja, so Home, Dekor, Möbel, alles Mögliche. Da habe ich auch so ein paar Apps und die gehe ich jetzt einfach mal durch. Angefangen mit Ikea. Ikea hat jetzt eine neue App, habe ich gesehen. Ich lasse sie jetzt einfach hier mal geschlossen, da muss ich mich erst wieder neu einrichten. Aber ich glaube, Ikea kennt ihr. Also, wer Ikea nicht kennt, lebt, glaube ich, hinterm Mond. Auf jeden Fall habe ich die App immer auf dem Handy, um auch vor allem den Bestand in dem Ikea, der bei mir in der Nähe ist, zu gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Ikea hier in meiner Stadt ein bestimmtes Möbelstück oder so nicht mehr vorrätig habe, dann kann ich auch den Standort bzw. den Store umwechseln auf einen hier in der Nähe und kann da wiederum gucken, ob die das im Bestand haben oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ganz praktisch und hauptsächlich wegen dieser Bestandssache habe ich die Ikea-App runtergeladen, aber auch, um eben die neuesten Möbel und Deko-Sachen und alles auf Ikea immer direkt sehen zu können, bevor ich in den Laden gehe. Dann habe ich als nächsten Online-Shop für euch Depot. Depot ist hauptsächlich für so Gartenmöbel ganz cool, finde ich. Also die haben das auch so richtig cool kategorisiert. Beispielsweise liebe ich so Boho-Gartenmöbel und alles. Dieses ganze Rattan und Holz und einfach so ein bisschen schlichte Farben und so, das ist genau nach meinem Geschmack.
und dass sie das schon so vorsortiert haben und man einfach nur auf diese Stilrichtung klicken muss und dann alle Sachen angezeigt werden, die diesbezüglich bei Depro gerade erhältlich sind, finde ich halt mega praktisch. Einfach voll cool, dass sie das so gemacht haben. Und dementsprechend hat man alles da auf einen Blick und kann sich genau nach seiner Stilrichtung eben einrichten. Der nächste Online-Shop ist Wayfair. Da kaufe ich vor allem meine Teppiche. Also ich kaufe eigentlich alle Teppiche, die ich habe, von Wayfair. Gerade diese Luxusteppiche. Heißt jetzt nicht, dass die, weiß ich nicht, so ein Perserteppich für 100.000 Euro oder was da drin haben. Haben die, glaube ich, sogar auch. Also die haben richtig teure Perserteppiche. Aber ich meine jetzt eher so die preisgünstigen. Die habe ich in meiner ganzen Wohnung rumliegen und die sind auch nicht teuer. Der letzte Online-Shop ist H&M, auch Klassiker. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Bei H&M kaufe ich allerdings keine Klamotten, beziehungsweise so gut wie nie. Wenn ich mal irgendwie ein schwarzes Top oder so brauche, dann kaufe ich es bestimmt auch mal bei H&M. Aber ich finde die Mode einfach nicht so nach meinem Geschmack. Also passt jetzt nicht so ganz zu mir. Deshalb bleibe ich eher bei meinen anderen Online-Shops und kaufe bei H&M hauptsächlich in der Home-Abteilung. Da ist es das Gleiche. Die haben so richtig coole Rattan-Sachen und so Körbe aus Holz und alles. Das finde ich halt wunderschön. Und auch, dass die dieses Rattan mit Schwarz in der Kombi ganz oft haben, das ist für mich so typisch H&M Home. Finde ich mega, mega schön. Deshalb gucke ich da auch immer gerne mal rein und hole mir da so ein paar kleine Deko-Sachen und alles, so Körbe und so für zu Hause. Und finde die einfach mega schön. Ja, Leute, das war alles an Online-Shops, die ich heute für euch da habe. Ich liebe es einfach so ein bisschen auf meinem Handy rumzustöbern, dass ich einfach direkt in die App gehen kann und mir wird alles angezeigt. Ist für mich einfach bequemer. Ich kann auch direkt von da aus bezahlen. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was so eure Favorite Online-Shops sind. Dann kann ich mich da auch mal ein bisschen austoben und rumgucken. Ansonsten, wie immer, falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne, gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich super freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, denn in Zukunft werden immer wieder solche Videos kommen. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.